willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Update der 365 Days Not Cutting My Hair Challenge. Und wenn du sehen willst, wie lang meine Haare geworden sind in den letzten Monaten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dran bleibst. Ja, wie eigentlich immer fange ich damit an, dass ich meine Haare messe und dieses Mal natürlich nicht in trockenem Zustand. Das habe ich das letzte Mal ausprobiert, das war eigentlich eine komplette Katastrophe, weil man die Ergebnisse eigentlich gar nicht verwerten konnte, da ich meine Haare davor immer in nassen Zustand gemessen habe und somit das Ergebnis ziemlich verfälscht war, denn wie ihr wisst, sind nasse Haare länger als trockene Haare. Und da ich damals schon angefangen habe, das mit nassen Haaren zu machen, beziehungsweise meine nassen Haare zu messen, ja, bleibe ich dabei. Ich messe meine Haare dann halt im nassen Zustand. Und jetzt geht's los. Als erstes werde ich jetzt natürlich für euch meine Haare messen. Und, ja, dazu kämme ich meine Haare erstmal durch. Und dann messe ich meine Haare erst wieder von der einen Seite. Unten. Jo. Das sind 43 cm. So. Und jetzt messe ich sie von der anderen Seite. Au. Das sind 46 cm. Ich dachte, er ist 45, aber es sind 46 cm. Jetzt nehme ich wieder eine kleine Strähne von hinten. Die ich gerade am Anfang auch immer hatte. Eigentlich müsste ich die mal einfärben, damit ich die sehe. So. Die war, als ich angefangen habe, 24 cm lang und jetzt ist sie 27 cm lang. Ja. Ja, das heißt, meine Haare sind in den letzten 2 Monaten, also das letzte Mal, als ich sie gemessen habe, waren sie 40 cm und 41 oder 42 cm auf der anderen Seite, also auf dieser Seite. Das heißt, sie sind 3 cm seitdem gewachsen. Jetzt sind es 43 cm auf dieser Seite und auf dieser Seite, anderen Seite sind es 46 cm, was ich wirklich schon sehr gut finde. Also ein gutes Ergebnis. Und ja, ich merke das auch, dass meine Haare sehr schnell wachsen. Warum, weiß ich es. Weiß ich nicht. Es war irgendwie schon immer so. Es hängt wahrscheinlich auch sehr viel mit der Pflege zusammen. Ich benutze auch sehr viel Öl, um meine Haare, also Pflegeöl, um meine Haare einfach gesund zu halten, damit ich sie auch 365 Tage nicht schneiden muss. Weil wenn man einfach gar nichts macht, einfach nur weiter mit Shampoo behandelt und Spülung, dann gehen die Haare halt auf Dauer kaputt und das möchte ich nicht. Weil, wie einige von euch wissen, hatte ich damals so lange Haare und die möchte ich auch wieder haben. Und deswegen achte ich jetzt sehr besonders auf Pflege. Momentan benutze ich immer nach dem Duschen noch extra ein Pflegeöl, das ich mir in die trockenen, also in den nassen Haaren mit rein tue, um meine Haare ein bisschen mehr zu stärken. Und das merkt man auch. Meine Haare sind wirklich sehr geschmeidig. Man spürt noch gar keine Risse drin oder irgendwie einen Ansatz von Spliss. Die sind wirklich sehr gesund und das freut mich natürlich auch sehr. Und ja, das war's eigentlich mit diesem Video. Mehr habe ich euch nicht zu sagen. Meine Haare sind immer noch gesund. Ich habe sie nicht geschnitten. Und das heißt, nächsten Monat wird es wieder ein Challenge-Video geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr am Dienstag wieder einschaltet. Tschüss!